Karte umgeschaltet. Über das Startmenü ist eine Weltkarte zugänglich. Karteninfo, Minikarte. Auf der Minikarte kannst du sehen, wo auf der aktuellen Karte du dich gerade befindest. Karteninfo, Regionalkarte. Die Regionalkarte zeigt die übergeordnete Information, zum Beispiel welche Länder und sonstige Orte in aktuellen Gebieten bereitstehen. In der freien Bewegung kannst du diese Karte mit Back-Taste öffnen. Karteninfo, Weltkarte. Wähle im Startmenü die Option Weltkarte, um dir die gesamte Welt des Modus Ultimatives Abenteuer anzusehen. Karteninfo, Kartenziele. Das Ausrufezeichen auf der Regionalkarte und der Weltkarte zeigt den Ort des jeweils nächsten Ereignisses der Hauptgeschichte an. Wenn du mal nicht weiter weißt, öffne eine dieser Karten und informiere dich über dein Ziel. Speicherinfo, Fortschritt speichern. Und nach manchen Ereignissen in den Hauptgeschichten speichert das Spiel automatisch. Außerdem kannst du bei Speicherpunkten speichern, die in jedem Gebiet zu finden sind. Tutorials-Info, wenn du Probleme hast. Du kannst bereits gelesene Tutorials-Nachrichten erneut lesen, indem du im Startmenü die Option Tutorial wählst. Wenn du vergisst, wie irgendwas funktioniert, lies es einfach im Tutorial nach. Scheiße ist, wenn ich vergessen habe, wie man zu den Tutorials-Menüs kommt. Dann brauche ich ein Tutorial, um zum Tutorial-Menü zu kommen. Toll. Konoha, Mann, ist das lange her. Es ist leider nicht so schön, wie ich das früher in Erinnerung habe. Oder wie wir das früher gemacht hat. Dass ich da wirklich überall Sprechblasensymbol-Info. Dass ich da halt wirklich überall selber hinlaufen kann, auf die Dächer rumspringen kann und sowas. Was ist eine Sprechblase? Sprechblasensymbole kennzeichnen im ultimativen Abenteuer Charaktere, die du ansprechen kannst. Das Symbol zeigt, welche Art von Ereignissen ausgelöst wird, wenn du die Person ansprichst. Sprechblasen sind irgendwo Arten von Sprechblasen. Ausrufen, Kennzeichen, Ereignisse der Hauptgeschichte. Burblack weist auf Auftragsereignisse hin. Im Laufe des Spiels stößt du auch auf weitere Symbole. Wenn du also ein neues siehst, solltest du es unbedingt ausprobieren. Was willst du? Keine Zeit für Spielchen. Ich habe gerade eine Mission beendet und bin total fertig. Okay. Uff. Die Sonne... Ist das eine Frau? So. Uff. Die Sonne brennt heute ja auch ganz schön runter. Da kommt sogar ich ins Schwitzen. Da! Also hier hast du halt immer nur diese Vogelperspektive oder sowas. Finde ich echt recht schade. Dich habe ich ja ewig lang nicht mehr gesehen. Wir haben alle auf dich gewartet. Warum? In unserem Dorf herrscht jetzt seit Jahren Frieden. Und es ist an uns, dafür zu sorgen, dass es auch so bleibt. Jo. Hast du dich ein bisschen verändert? Weißt du was? Also, ich kann mich verändern. Nach jedem Training habe ich Heißhunger auf was Süßes. Aber der Sensei stoppt mich immer. Er sagt, ich würde davon fett und das würde die Missionen schaden. Aber wenn ich nichts esse, bin ich ein nerviges Wack und das schadet den Missionen ja wohl noch mehr. Daher werde ich mich jetzt vollstopfen. Beste Idee ever. Komm hier rein. Ich habe gehört, in Sunagakure gibt es einen neuen Süßwarenladen. Aber dir ist das ja Schnuppe, oder? Egal. Egal. Ich will am liebsten sofort dahin. Nur muss ich erst eine Mission erledigen. Da. Guten Tag, wir haben viele leckere Produkte. Amaguriyama. Ah, das gerade wirklich in einem Wort lesen können? Yes, ich. Gut. Info. Süßigkeiten bei Amaguriyama. Süßigkeiten Bentons, also Beton. Beton kannst du bei Amaguriyama kaufen und im Startmenü unter Items zur Benutzung auswählen. Indem du diese Betons benutzt, kannst du deine Werte für den nächsten Kampf aufbessern. Betonwarnung. Der Effekt eines Betons verfliegt nach einem Kampf. Und wenn du ein zweites Beton isst, verschwinden die Effekte der ersten. Benutze sie sinnvoll und verschwinde sie nicht. Bestelllisten-Info. Bestellliste. Items in der Bestellliste kannst du im Laden kaufen, wenn du dort Material ablieferst.
Solche Items sind mächtiger als normale, also solltest du viele Material sammeln, abliefern, damit solche Produkte in höherer Anzahl erhältlich sind. Die Stellenliste war Bimochi Set. Edelpralin Set. Rote Bodensuppe Set. Schön. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Leck mich. Ja, warte mal. Sakura, kann ich dich ansprechen? Komm mit, Schnecke. Lass uns mal ein paar heiße Hentais drehen. Du willst lieber von vorne? Kannst auch haben. Ist kein Problem. Wisst ihr eigentlich, was Hentai heißt? Auf Japanisch heißt das pervers. Naja, gut. Das ist ein anderes Thema. Kind, man, das kommt... Achso, Naruto. Wenn das kommt mir alles so bekannt vor, das ist ja egal. Ja, so hören sich für mich keine Mädchen an. Oh, was für ein perfekter Tag. Ich könnte bei diesem Wetter geheilig draußen herumlaufen. Oh, Entschuldigung. Ich war etwas in Gedanken. Wie geht's dir denn so? Kennen wir uns? 11, 13, 14. Hey, geh doch mal weg, ja. Ich sehe, wie viele Leute hier vorbeikommen. Junge, hast nichts Besseres zu tun? Solltest mal trainieren gehen. Puh, eine Oma. Stirb. Ach, komm schon. Lass doch nicht so. Reden! Hallo, Söhnchen. Ha, ha, ha. Hast du heute schon was Gutes gegessen? Du musst jeden Tag gut und ausreichend essen, um gesund zu bleiben. Ha, ha, ha. Was haben wir hier? Hui. Hui. Wir wollten uns eigentlich alle hier treffen, aber niemand kommt her. Vielleicht bin ich am falschen Treffpunkt. Hier kann man sich echt sehr einfach verlaufen. 1, 2, 3. Hier sind 3 Kinder, du blödes Kind. Schauplatzobjekte Info. Interaktion mit Objekten. Interaktive Objekte unterscheiden sich in der Farbe leicht von den übrigen Gebäuden und Hintergrundobjekten in der Umgebung. Einige reagieren auf bloße Berührungen, andere können durchsucht werden. Probier's aus. Yay! In Ordnung. Entschuldigung. Es wird Zeit, dass ein neuer Band der Flirt-Reihe auf den Markt kommt. Je früher, desto besser. Es ist ewig her, seit der letzte herauskam. Wie lange muss ich denn noch darauf warten und dermaßen leiden? Was ist hier? Nudelsuppe, Nudelsuppe! Den Laden habe ich noch nie gesehen. Hey, guten Tag! Konoha-Cafeteria-Info. Konoha-Cafeteria Beton. Betons kannst du in den Konoha-Cafeteria kaufen und im Stadtmenü unter Items zur Benutzung auswählen. Indem du diese Betons benutzt, kannst du deine Werte auf den nächsten Kampf aufpassen. Ich weiß, Bentos, aber für mich sind das Betons. Konohas Cafeteria-Info. Betonwarnung. Der Effekt eines Betons. Nein, lass dich in Ruhe. Danke. Bitte besuche die Konoha-Cafeteria. Weiter! Ja, Konoha Cafeteria, yeah! Speicherpunktinfo. Bei Speicherpunkten speichern. Die Vogelhäuschen in den einzelnen Gebieten sind Speicherpunkte. Bei ihnen kannst du dein Spiel speichern, indem du die Vögel deinen Fortschritt verbreiten lässt. Tritt dazu an das Vogelhäuschen und drück zum Speichern B. B! Okay. Ichiruka, ah, ich bin bald wieder da. Offenbar hat Ichirukas, scheiße, ich kann es nicht aussprechen, nur sind noch nicht geöffnet, da muss man wohl später nochmal vorbeikommen. Jump,
jumping like over the... Kind? Hey, hallo! Ticken! Ich bin total begeistert, ein Genie zu sein. Ich poliere mein Kopfband bei jeder sich gebietenden Gelegenheit auf Hochglanz. Du weißt doch ganz genau, wie ich mich fühle, oder? Das war's. Untersuchen. Materialsammlung. Was heißt Materialsammlung? Materialien gibt es überall. Wenn du benötigte Materialien sammelst und an einen bestimmten Ort ablieferst, kannst du neue Items entwickeln. Die sind oft wirkungsvoller als normale Items, deshalb solltest du unbedingt Material sammeln. Kraftreis. Ich habe in letzter Zeit viele Leute aus Sunagakure hier gesehen. Wenn man bedenkt, was damals mit dem geschehen ist, Hammerpf. Was ist? Schon meine Mutter, meine Großmutter lebte hier. Alle sagen, ich soll froh sein, dass ich hier abgelassen bin. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich weiß noch nie woanders. Vielleicht gehe ich irgendwann mal nach Sunagakure. Verstehen wir uns ja sehr gut mit denen. Kraftreis! Halt, das ist eine Person, die ansprechen kann. Stör, du. Das ist doch kein Mädchen mehr. Du bist echt ein Ninja. Du siehst dich ja aus wie ein Ninja. Tja, ich schätze, das Aussehen kann täuschen. Viel Glück, wenn du auf unser Dorf abpasst. Oh, look, a Penny. Oh, look, a Penny. Sie sucht nach Pennys, glaube ich. Komm, Sakura. Hieß ein Hüpf? Hey, was machst du denn da? Ich hüpfe. Soll ich Feuerversteck zu oder Wasserversteck zu lernen? Eine schwere Wahl. Windversteck ist auch sehr cool. Aber vielleicht Blitzversteck? Oder vielleicht Blitzversteck? Das ist auch echt heiß. Du musst erstmal gucken. Köter. Hast du dich beim Reden hier so ereifert, dass du nicht mehr gehört hast, was dein Freund zu dir sagt? Darin bin ich ein echter Meister. Freundlich für dich! Das ist... Was war's nochmal? Weißt du, wie viele Ninjas arbeiten mit Tieren? Von Hunden oder Schildkröten bis hin zu Fröschen. Aber ich arbeite lieber alleine. Ich brauche niemanden. Ich habe niemals auch nur daran gedacht, mich mit einem Vogel oder sowas zusammenzutun. Wirklich. Der schläft. Oh Mann, es ist immer noch irgendwo unterwegs. Wann kommt er bloß zurück? Die Nachrichten verschicken sich nicht von allein. Seufz. Yay. Aber weißt du, was ziemlich beschissen sein muss? Als Suizidgefährdeter hast du hier in dieser Welt echt verkackt. Weil du überlebst ja hier so einiges, ne? Sprechen! Hallo, Kleider. Du siehst mir wie ein echt helles Kerlchen aus. Die merken mich alle. Dabei haben sie mich eigentlich vorher alle gehasst. Was, Naruto und Maki? Ich wusste, dass du mit Lord Jiraiya unterwegs warst. Aber dass du von dem Training zurück bist, das wusste ich noch nicht. Erinnerst du dich noch an mich? Ich musste einer der komischen Scherze über mich ergehen lassen. Alter, da kann ich das ganze Dorf aufzählen. Ein Laden. Anko. Es geht noch nichts über ein paar Klöße vor einer Mission, um die Anspannung zu lösen. Ninja können mit in weit entfernte Länder reisen, stimmt's? Das ist echt toll! Ich will auch fremde Länder sehen! Mach eine Karte auf!
weißt du, wie man das Konoha-Zeichen richtig schön hinbekommt? Ein Ninja sollte das unbedingt wissen. Ich übe es wohl besser noch ein bisschen. Ja, mach was du willst, Digga. Ja, was sie machen hier? Die Verletzungen, die ich bei der letzten Mission zugezogen habe, sind immer noch nicht ganz verheilt.